Ich werde heute mein stärkstes Weihnachts-Pikachu zu einem gigantischen XXL-Raichu entwickeln, dann ein bisschen damit in der Arena kämpfen, häufig gestellte Fragen, die doch aufgekommen sind, zur zweiten Generation Baby-Pokémon und so beantworten, während ich im Hintergrund dann Eier ausbrüte und hoffe, dass ich meinen Pokédex vervollständigen kann mit den ganzen neuen Pokémon. Also, das ist meine aktuelle Raichu-Sammlung. Ich muss zugestehen, dass ich während des Thanksgiving-Events alles entwickelt habe, was nicht bei drei auf den Bäumen war, einfach nur um Erfahrungspunkte rausquetschen zu können. Das heißt, dieses Raichu war mein stärkstes Funkensprung und Donnerschlag. Und jetzt muss ich mir eines mit Weihnachtsmütze holen, denn wer das nicht weiß, die Mütze bleibt bestehen. Und man kann sogar wilde Raichu auch direkt mit Weihnachtsmütze fangen bis zum 29. Dezember. Wenn ich dran denke, Schilling, wenn du das hörst in der Zukunft, ich meine natürlich PewDiePie, der die Videos schneidet, bitte Weihnachtsmusik im Hintergrund einfügen. Denn allzu lange dauert es ja nicht mehr, bis Weihnachten dann da ist. Und von daher kann man da schon ein wenig in Stimmung kommen, besonders bei so einem Video. 1160 Wettkampfpunkte hat dieses Raichu. Donnerschock und Donner, das sind schöne Attacken, die gefallen mir auf jeden Fall. Hier mal kurz die Animation einsetzen. Jo. Sehr schön. Okay, das heißt mit diesem Raichu erstmal Stern. Favorit werde ich jetzt um die Häuser ziehen. Bei meinen stärksten Pokémon hat sich leider nichts geändert. Da muss ich erst noch im Level steigen. Danach kann ich die alle noch hochleveln. Jetzt mogelt sich hier live ein Taubsi in die Folge rein. Erstmal fabelhaft holen, würde ich sagen. Easy. Doch, die PewDiePie bitte rausschneiden. Das war nicht fabelhaft rausschneiden. Cut, cut, cut. Ich bin übrigens aktuell hier bei 99 gesehen, Pikachu, und 97 gefangen. Echt ärgerlich, dass zwei entwischt sind, aber eigentlich ist das für Pikachu eine gute Rate. Und Raichu 9,9. So, ein paar Fragen kamen rein bezüglich Pokédex so, hä, bei mir sind die Nummern noch nicht unten, weiter als Dragoran. Ja, man sieht im Pokédex immer nur bis zu dieser Nummer, wo man das, sag ich mal, weiteste Pokémon hat. Ich habe jetzt Pi und ist die Nummer 173, das heißt, ich sehe alle Nummern hier bis 173 eben. Und alle anderen, die man sieht, zum Beispiel in der Arena, da ist dann ein Schatten dran und man sieht ebenfalls die Nummern bis dorthin. Genau, das nur. Das Update hat eigentlich jeder so. Aber man kann diese ganzen neuen Felder erst sehen, sobald man mal Glück hatte, entweder in der Arena eins gesehen hat oder selbst ausbrüten konnte. Und jetzt ernenne ich ganz kurz Raichu zu meinem Buddy. Ich habe extra noch die 5 Kilometer voll gemacht. 200 Meter verliere ich zwar jetzt, aber da muss man durch. Bist du sicher, dass du deinen Kumpel ändern möchtest? Ja, es tut mir leid, Candy-Sammler. Das muss ich. Wo bist du denn, Pikachu? Nummer 25 und Raichu 26 hier. Raichu, da muss ich, Moment mal, der benötigt einen einzigartigen Namen. Wie kann man denn ein Raichu, Weihnachtsschuh, sehr kreativ, nein, keine Ahnung, auf jeden Fall. Warum habe ich den als Buddy ernannt? Um jetzt große XXL-Bilder knipsen zu können. Also, jetzt gehe ich ein bisschen raus, nehme Arenen ein, brüte Eier aus, knipse XXL-Fotos von Raichu in verschiedensten Posen und melde mich gleich wieder zurück. Oh, Spielezwein, oh. Und da bin ich wieder. Ich habe Raichu ein bisschen um die Häuser geführt und einige XXL-Screenshots geknipst. Richtig heftig, wie stark dieses Raichu ist mit Donner. Ich will noch nicht spoilern, ich werde dann zwei Arena-Kämpfe zeigen oder so. Und einer davon, ja, krass. Auf jeden Fall hat Niantic auf Twitter etwas beantwortet. Das dachte ich mir, passt perfekt zu diesem Thema. Da hat jemand gefragt, behält Pikachu diesen Hut nach der Entwicklung? Dann haben sie geantwortet, also das wissen wir ja, habe ich eben gezeigt. Ja, ein entwickeltes Raichu von einem Holiday-Pikachu wird auch weiterhin diesen Hut behalten. Und außerdem haben sie nochmal bestätigt, das, was eigentlich schon, ich glaube in der Pressemitteilung wurde das angerissen, beide Pokémon werden diesen Hut für immer behalten. Das heißt auch nach Weihnachten, nach dem 29. Dezember. Ich dachte nur, ich werfe das mal kurz ein. So, und dann hat Niantic noch was auf ihrem offiziellen Blog gepostet, also jetzt keine Pressemitteilung so in der Art. Das ist leider nur auf Englisch verfügbar. Ich weiß jetzt nicht, ob das so interessant ist, aber ich will es ganz kurz trotzdem, weil ich ja immer die News auch so nebenbei bringe. Ich blende den Beitrag auf Englisch ein und werde nur schnell alles auf Deutsch zusammenfassen.
Sie berichten so im Grunde über den Dezember, dass da einige neue Sponsorings stattgefunden haben, und zwar mit Firmen wie Sprint, dann Boost Mobile und Radio Shack. Dass diese Geschäfte jetzt auch Pokestops sind und Arenen und so weiter. Dass sie durch Starbucks 7800 neue mittlerweile in Pokestops und Arenen verwandeln konnten. Und 18.300 neue insgesamt Pokestops, beziehungsweise da zählt beides Pokestops und Arena. Und dann noch eine interessante Sache, das wusste ich gar nicht. Die gesponserten Locations, wenn man bei der Registrierung ein Alter unter 13 angibt, unter 13 Jahren, dann bekommt man, dann sieht man diese gesponserten Pokestops gar nicht. Finde ich interessant, und da ist sich Niantic anscheinend ihrer Pflicht bewusst, oder keine Ahnung, also da sind die auf jeden Fall sehr vorsichtig, dass da alles im sicheren Rahmen bleibt, oder keine Ahnung, was da der Grund ist. Und der letzte Satz, der ist aber trotzdem interessant, weshalb ich den Beitrag auch zeigen wollte. Der Dezember ist nicht mal noch zur Hälfte rum und es war bisher bereits sehr genial, in meinen Worten übersetzt. Bleibt dran für mehr. Das heißt, Dezember, noch nicht mal halb rum, bleibt dran für mehr. Wird da doch noch was kommen? So für Silvester oder doch für den 24. Also ich will da keine falschen Hoffnungen machen. Ich lese nur den letzten Satz vor, beziehungsweise übersetze ihn. Okay, soweit mal dazu. Dann war ich jetzt mit Raichu ein bisschen unterwegs und habe eine Arena gefunden, wo ich dachte, ja, die kann Raichu gemeinsam mit dem einen oder anderen Pikachu eventuell bezwingen. Da war dann ein 2700 Gyarados drin, sogar mit dem aktuell besten Moveset, und zwar Biss und Hydropumpe. Drachenpuls kann Gyarados ja nicht mehr erlernen, war doch Drachenpuls als erste Attacke, die es damals gab, glaube ich. Und auf jeden Fall, mein knapp über 1000 Raichu konnte ein 2700er Gyarados bezwingen. Ich weiß, Gyarados sieht man oft in der Arena, hat auch hohe Wettkampfpunkte und so. Deshalb gern gesehen als Verteidiger. Und obwohl man 400 Bonbons benötigt, ist jetzt Carpador nicht so selten. Setzen also viele Leute rein, aber wenn sogar ein 1000er Raichu so ein 2700er Gyarados besiegen kann, und das, obwohl dieses Gyarados das beste Moveset hat, dann ist das schon irgendwie traurig, oder? Also ich weiß nicht, manche Verteidiger haben das Wort Verteidiger nicht mal verdient. Auf jeden Fall, das hat mal wieder gezeigt, dass man vielleicht doch eher in Richtung Relaxo und Lapras tendieren sollte. Gegen Relaxo oder Lapras mit 2700 Wettkampfpunkten, da hätte dieses Raichu ganz anders abgeschnitten. Aber Gyarados, ja, krass. Ist jedoch dann zum Trainieren ein feiner Kontrahent. Denn in diesem Fall hätte ich locker die vollen 1000 Prestige für diesen Kampf bekommen. Ja genau, wie auch immer. Also das war dann noch die Arena. Ein Weihnachts-Pikachu mit Mütze habe ich noch gefangen, kurz. Und es hat so lange gedauert, deshalb bin ich ja leider noch nicht fertig, die ganzen Eier auszubrüten. Ich hatte ja alle, also ich hatte nur 3 Eier und musste wieder welche sammeln. Und es hat etwa, keine Ahnung, 20 Pokestops gedauert, bis ich mal 3 weitere Eier hatte, und dann, danach ging es ein bisschen flotter, da hatte ich dann mehr Glück, aber das war verrückt. Ich hatte erst irgendwie beim 8., 9., 10., wo es dann schon den Bonus gab, mein erstes Ei. Ziemlich heftig. Manchmal, ich will damit nicht sagen, dass die Eier seltener geworden sind, aber manchmal kann es ziemlich lange dauern, und da muss ich sagen, ach du meine Güte, wenn ich in einem Dorf leben würde mit einem Pokestop, da hat man in 50 Minuten kann man 10 Mal drehen, und wenn man Pech hat, hat man dann nicht mal ein einziges Ei gefunden. Das ist ja schrecklich. Das ist echt schrecklich. Items kann man einfach mal am Wochenende in die Stadt fahren und sich 100 Hyperbälle holen. So, okay, das ist kein Thema. Aber Eier? Wenn gerade 9 Eier aufgegangen sind, weil man die gesammelt hat, wie will man denn 9 weitere wiederholen? Das dauert ja Stunde und Stunde für Stunde um Stunde. Und dann noch ganz kurz, es gibt eine nächste neue große Neständerung. Seit gestern Mitternacht um 1 Uhr nachts hat die stattgefunden. Das ist die 9. große Nest-Migration. Das heißt, man kann seine Nester mal wieder überprüfen, ob sich da was verbessert oder verschlechtert hat. Was jetzt natürlich besonders genial ist, Pikachu-Nest. Wer da eines hat, der darf sich wirklich, wirklich glücklich schätzen. Der kann nämlich aktuell
Weihnachts-Pikachus ohne Ende farmen und bekommt dann vielleicht sogar ein 100% perfektes oder zumindest eines mit guten WP und guten IV und so. Genau. Das waren, denke ich mal, alle Infos, die so wieder aufgekommen sind für heute. Ich bin mir jetzt etwas unschlüssig, ob ich eben schon Entwicklungen durchführen soll und so. Habe ich noch immer nicht getan, weil ich faul war. Ich wollte einfach nur fangen und nicht entwickeln. Weil dieser letzte Satz, ich weiß nicht, ob man da zu viel reininterpretieren darf, aber wenn sie schreiben, stay tuned, so für mehr im Dezember, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich will auch keine falschen Hoffnungen machen. Na gut, ich würde mal sagen, das Video ist am Ende, ich bedanke mich fürs Zusehen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.